Eins war der Aufnahme läuft. Ja. Okay. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Prison. Das erste Mal, wo mir das Intro so richtig gelungen ist, glaube ich. Also auch, das dass ich in der letzten Folge auch gesagt. Ja, stimmt. Ich hab Chicken für dich. Ich merk's, ich Chicken Nuggets, Alter. Geil. Ich kann irgendwie nicht aufheben, hä? Geil. Ja, weil ich immer noch welches reinwerfe. Och, Junge. Okay, oh. Leute, ja, willkommen. Ich muss kurz was trinken, so. Jetzt mir aufgefallen. Ja, wir sind hier zurück. Wir versuchen heute unser Monster-Problem weiterhin zu lösen. Also Red, weil ich baue einfach. Nee, du kommst schön mit. Alter. Oh mein Gott. Was war das bitte? Das klang so, als würdest du niesen. Dann hab ich eine Explosion. Ich hab nur so. Dann plötzlich Creeper-Explosion und dann. Oh shit! Ja, ich renn so um die Ecke und da steht einfach so ein Creeper, Alter. Was denkt der denn, wer ist? Wo bist du denn? Ja, unten halt. Ah, hier im Mund, hier steht ein Zombie. Ja, sag ich ja. Steht auch ein Skelett. Mein Schild habe ich nicht mehr in der zweiten, ich bin ja cool mit der Party. Boah, wer hat mich jetzt abgeschossen? Wir müssen doch irgendwo wieder dunkel sein. Es ist runtergefallen. Ja, aber wir haben auch 20 Erweiterungen dazu gekauft, wollte ich gerade sagen. Oh ja, bekommen. Ich hab's hier gefunden. Das ist... Ich hab den Raum gefunden, wo es dunkel war. Also einen kleinen. Ah, Gott! Jetzt oh Gott, Alter, das kommt überall. Zwei Alter. Zombie-Villager in Rüstung, Junge. Bring mich einfach um. Mein Schild ist kaputt. So. Oh, ich hab dir gesagt, es hält nur noch 7 Hits aus. Aber du, glaubst, das war schon kaputt. Ich wollte es gerade loggen. Und danach... Da hinten ist ja ein Lavasee. Der Lavasee ist da, weil ich dort was abgebaut habe. Also der Creeper dort nicht geflogen ist und ich dort fast reingelaufen wäre. Cool. Aua. Ey, mein Trail ist kaputt. Perfekt, wieder hoch, let's go. Ich hab. Nee. Keinen Bock. Ich muss kurz gucken, wo war denn das, dass ich. Wo ich mich auch so erschreckt habe. Da habe ich mich so ran angegraben hier unten irgendwo. Ach, hier war das doch. Das war doch hier in der Ecke. Ja, ich weiß es nicht. Was hier? Nö. Mein King, wo waren das? Was fragst du mich das? Wieso soll ich das wissen? Weiß ich nicht. Bin doch nicht dein externes Gehirn. Bist meine externe Fest? Nee, bist du nicht. Check's ja gar nicht. Ja, eben. Ah, ich hab's gefunden. Ein Millibyte pro Sekunde. Kann ich verarbeiten. Also wir wollen ja mal nicht so übertreiben. Okay. Das, was du verarbeiten kannst, ist weniger. Alter, imagine, wie langsam eine Festplatte sein muss. Ich höre hier links Monster, die müssen ja hier sein. Ja. Hast du mein Handy gehört? Nee. Das ist gut. Wir können eigentlich einführen, wenn man gestört wird, dass man irgendwie einen Ingwer-Shot trinken muss. Weil ab sofort haben wir das ja immer auf Lager. Ja, gefühlt halt schon. Wäre eigentlich ganz witzig, oder? Laut, sind die unter mir? Sind die über mir? Die sind über mir, ich höre die über mir. Cool. Vorteil, wenn man ein Headset hat, ne? Stimmt. Was nicht die ganze Zeit ausgeht. Ja. Du hast das Headset noch nicht so lange. Und es ist schon mehrmals passiert, dass du geschrien hast, oh, mein Headset ist ausgegangen. Ja, das Ding ist halt, ich vergesse das halt immer zu laden. Ich schließe das nie ja, an. Ich denke, auch. Ja, das wird sich von allein wieder laden. Und dann, ja, nee. Oh, ich habe was gefunden. Ah, oh, gut, eine alte Höhle von uns. Perfekt, Digga. Ja, hier sind schon Fackeln. Aber ich höre hier doch noch Monster, die müssen doch hier sein. Irgendwo. Ich höre die so laut, ja? Ja. Das sind so viele, dass sich wieder die Sounds zu uns decken. Voll geile Zeit, Alter. Es war eine geile Zeit. Ich hab's gefunden. Okay. Hier ist Wasser. Ah, oh Gott! Was war das jetzt für ein Anfall? Hallo? Ja, ich hab grad zu tun. Jetzt ist okay. Ich hab einfach, wollte den Block platzieren, dass ich hier nicht vom Wasser weggeschwemmt werde. Guckst du um die Ecke und dann steppst du ein Creeper um die Ecke. Oh Gott, sind das viele! Jetzt greifen die sich alle selber an, das ist ja chillig. Ja, das ist ja geil. Ich mach kurz eine Aufnahme und schick dir die. Junge, ist da viel los. Junge. Party. Oh Gott, Alter.
Das hat gescheppert. Es sind so viele, ja. Ich hör's. Alter. Ey, nehmen wir die ganze Höhle auseinander. Der Rest, der noch übrig bleibt. Oh Gott, kommt hier plötzlich so ein Baby-Zombie wieder ums Eck. Haha, das Skelett hat den Creeper erschossen. Den Dinges, wie heißt das, Zombie? Ein Zombie. Der bringt mich um! Hilfe! Aua! Geh doch weg! Ja, ich bin so tot, ne? Geil. Ja, ich hasse mein verficktes Leben, Alter. Was soll denn die Scheiße, dass plötzlich von hinten wieder ein Skelett kommt und mir in den Rücken schießt? Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich weiß nicht mal, wo mein Weg war. Wie siehst du, der chillt hier ein Zombie? Warum nicht? Darf er nicht? Er hat eine Eisenschaufel, Junge. Oha, ja, dann würde ich dich in Acht nehmen. Ich hatte Full Iron, ja. Wieso hast du wieder Full Iron und ich nicht? Weil ich kämpfe, du Vollidiot. Ja, und du stirbst. Ja, weil ich kämpfe. Logik, ja? Ja, nee. Wo ist denn der scheiß Gang jetzt hier, Alter? Du hast auch wieder auch so ausrasten, Mann. Ich hör's. Oh, mich juckt's gerade. Oh, so. Ja. So steht jetzt hier ein Creeper, Junge. Oh, Alter. Ich muss dort schnell wieder hin in mein Zeug despawnen, Junge. Das stimmt. Ein Salzmaul sozusagen, als würdest du wissen, wovon ich rede. Oh, ich höre von meinem Headset gerade Battery Low. Nee, bitte nicht. Das sagen wir jetzt gar nicht. Meins schaltet ja mal. Ist dann kein Akku mehr hat, dann ist kein Akku mehr. Der Creeper ist gerade runtergefallen, hat einfach Damage bekommen. Wie los muss man sein? So hier wirklich, so ein Trottel. Ich habe die Höhle wenigstens wieder gefunden, aber das... Jetzt stehen hier 7 Creeper in meinem Zeug. Junge. Ja, minus... Wieso spawnt dann innerhalb von Sekunden wieder so viel? Minus dein Zeug, oder? Ich nehme jetzt einen Bogen mit und bringe das alles aus Entfernung rum. Wieso habe ich das nicht gleich gemacht? Ist das der gute Bogen? Stärke 4. Nee, das ist der falsche. Och, Kreber, jetzt. Ich habe kein Schwert mehr, das ist eigentlich auch nicht ich so. Ich auch nicht, ich habe nichts im Inventar. Nicht mal. Och, Scheiße, ich habe den Sprung verkackt. Schnell weg. Muss ich da schon wieder hinrennen, Junge? Ich habe schon wieder kein Leben. Ja, ich bin blank, hab kein Geld. Ich habe einen Abkürzung auf der Bank. Junge, ich weiß, wo es ist. Junge Creeper, reise dich einfach irgendwie in die. Oh. Ich kann ihn einfach zum Explodieren bringen. Mann, wie schlau. Das kann ich nicht sagen. Das war dein Loot. Ne, Spaß. Naja, eben drum. So, Leute. Wir sind back to the roots. Ich muss ganz kurz checken, ob meine Aufnahme läuft. Ich hatte kurz ein bisschen Panikattacke. Aber alles im Skelett mit Bereich. Schlagen. So, habe ich meine Rüstung wieder full? Ne, meine Schuhe fehlen. ja. Das Gute ist... Och, scheiße. Das Gute ist... Wir haben jetzt dann eine Treppe. Das Gute ist, es gibt nichts Gutes. Und das Schlechte ist, es ist halt alles scheiße. Kann man auch so sehen, ja. Ach, wieso fällt das denn alles runter? So, erstmal hier alles. Ah! Oh mein Gott! Pass auf. Nicht, dass du schon wieder stirbst. Ich hab 2 Herzen. Wieso kann ich da nichts Essen passieren? Hä? Junge. Ich will wieso fällt hier ein Creeper von der Decke? So. Wieso kann ich... Ah, danke, halt. Junge, kommt hier einfach ein Creeper von oben, Junge. Ja. Weil wir jetzt schon in der Luft am Explodieren gewesen, hä? Taktisch. Der ist gesprungen und hat schon seinen Zündhebel rausgezogen, Junge. Zündhebel? Ja, weil das Problem ist, mein Essen ist geplatzt und mein... Dein Essen? Achso, dein ja, Essen. Ja, ich hab kein Essen. In der Mikrowelle, oder was? Und die Sache ist halt so... Ja, ja, klar. Nee, und was auch noch geplatzt ist, sind meine Eisenschuhe. Ja. Schade, ne? Wir haben nicht ja, mehr so schade. Viel Eisen. Ich habe aber dafür auch wieder welches gefarmt und, ja. Also dafür ist mein Eisenschwert noch da. Naja, immerhin. Und ich habe aus der Höhle wie viel Eisen bekommen? Ja. Schon 8 bisher. Wow. Ja, jetzt... Ach, Minecraft und Höhlen, Alter. Schade. Denn das ist das Prinzip von Minecraft. Höhlen. Ja, ich habe sowieso auch vor. Das bringt mir ganz. Das passt mir ganz gut, dass du mit deinem Minecraft. Du hast den Zombie aber nicht mal getötet, der steht aber immer noch hier. Ich habe ihn nicht mehr. Der hat eine Eisenschaufel gedroppt.
Also, oh. Ich hab eine Eisenschaufel. Ist er jetzt tot? Ja. Ach, schade. Der ist irgendwie weg. Ja, der hat mir hier geholfen. Oh Gott, Alter. Wo ist jetzt hier ein Creeper explodiert? Ich stehe die ganze Zeit hier. Keine Ahnung. Die muss irgendwo schon... Ach, da... Oh, nee, das ist... Aber sowieso etwas kurios hier unsere Situation, habe ich das Gefühl. Das ist ein Zombie, Junge. Das meine ich. Find's gut, dass du ihm hier die Arbeitssicherheit gewährleistest. Finde ich sehr nett. Ja, ich geh jetzt hoch. Danke. Ja, ich habe kein Essen. Junge, Alter. Junge! Junge, Junge, Junge. Ja, ich wollte nämlich auch noch, das möchte ich, dass du es rauskratzt, wobei ich vertraue dir irgendwie nicht, dass du das rauskratzt. Ja. Du schaust ja deine Videos nochmal komplett durch. Und zwar, was ich ja nämlich machen wollte, als Projekt. Also muss ich jetzt rauskratzen oder nicht? Ja. Okay. Wir entwickeln uns schon ein bisschen in die Richtung Paluten-GLP-mäßig so. Ja. Jetzt fehlt uns nur noch der Rest des Squads. Und ich könnte mir da ja, Nimrod eigentlich gut, ja, wollte ich gerade sagen, die kann ich mir gut vorstellen. Also hast du eigentlich, sag mal, bist du irgendwie behindert oder so? Wieso? Das kannst du jetzt wieder reinschneiden. Weil die Sache ist halt so, ich habe hier die Bibliothek, wenn ich die Bücherregale da hinsetze, dass es dann passt als Bibliothek, dann steht da so ein riesiger Holz. Ja, ja, aber das ist designertechnisch, weißt du? Junge, ich habe kein Problem mit der Holzsäule an sich, aber du hast die so hingestellt, dass man da nicht reinkommt in die Bibliothek. Ja, aber doch, man soll doch noch reinkommen, oder nicht? Ist nicht nur ein Block noch frei? Ja, ein Block ist scheiße. Ja, okay, dann mache ich das nochmal anders, designtechnisch. Ich habe hab die Säule einfach in die Wand gesetzt. Cool. Bei dir sieht es jetzt auch scheiße aus, aber egal, das ist ja nicht meine Sache. Das ist auch alles scheiße hier, Mann. Mich juckt das ja eh nicht. Ja, gut, dann hätten wir das auch geklärt, Leute. Alter. Was? Ist alt? Was? Was? Was ist das? Was ist denn jetzt mein Problem? Keine Ahnung. Ich muss auf mein Handy gucken. Aha. Naja, ich hab grad eine WhatsApp bekommen. Simp! Ach so. Junge, ja, als Maul. Ja. Wobei ich habe zwei verschiedene Klingeltöne, also was Benachrichtigungen angeht. Einmal die normalen Benachrichtigungen, wo ich alle Benachrichtigungen drunter kriege, und dann einmal die WhatsApp-Nachrichten meiner Freundin, die klingeln anders. Hä? Was? Wieso? Damit ich weiß, ob ich erst auf mein Handy gucken muss oder nicht. Also wenn ich schreibe, denkst du dir, nee, das kann warten. Aber wenn deine Freundin schreibt, dann schaust du drauf. Ja. Und dann gehst du mich hier. Tatsächlich bei dir nicht, nee. Bei dir hat das manchmal was Wichtiges mit den Aufnahmen zu tun. Ja, weil es ist Business. Ja, eben drum. I mean, ich krieg's eh immer mit, weil mein Handgelenk vibriert, aber... Stimmt, bei mir auch. Lul, egal. Du hattest mich nach dem Hallo. Ich krieg einen Copyright-Strike. Dafür. Müsste egal. Ich auch bekommen, das hast du ja schon gesehen. Was? Sollte ich ja dann mit meinem neuen auch bekommen haben, mit meinem neuen Video. Wieso? Das wollte ich dich noch fragen. Auf uns, ja. Wieso? Du hast doch gesagt, du achtest da drauf. Du hast einfach das reingeschnitten. Ja, gut, ja, aber wenn man so das Freude nicht so zeigt. Oder? Ja, ich glaube, 5 Sekunden darfst du ja benutzen, oder nicht? Ich glaube, man darf es auch länger, wenn es man. Oh, jetzt ist die Kuh wieder abgehauen, Alter. Scheiß Kuh. Wenn man es nur im Hintergrund hört. Habe ich, glaube ich, ist das. Stimmt, ja, das ist, glaube ich, auch sowas. Ich glaube, da kannst du sogar ganze Lieder verwenden dann. Ja, aber wobei es dann wieder auffällig ist, sobald es dann wieder ein bisschen besser zu hören ist auch. Sure. Ja. Digga, Fliege, ich metzge dich gleich, ne? Das ist dir hoffentlich bewusst. Ja, sehe ich auch so. Okay. Ja. Ja. So, ich habe gerade eben die Kühe nochmal abgeschlachtet. Wann? Ja, wir brauchen Leder. Achso, die Kühe. Hast du denn verstanden? Keine Ahnung, ich weiß eigentlich auch nicht. Ich bin müde, Red. Nein, ich bin... Yo, okay. nee, tatsächlich noch nicht. Tatsächlich bin ich bin voller Motivation. Ja, irgendwie schon. Voller Motivation und Tatendrang. Weil wir haben ja in der letzten Folge bei Dingens herausgefunden, bei Red. Dingens. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wie du heißt. wir haben ja herausgefunden, dass wir. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Ja, lange. Auf jeden Fall, wir haben ja herausgefunden, ja, dass wir uns so ein bisschen Richtung Paluten GLP entwickeln, und dann haben wir herausgefunden, oder wir, dass es einfach so wird, dass ich wie Birgi ende. Also
niemand kennt mich. Und Red wird halt der haben, der sein, der Erfolg hat, der Millionen von Abos hat, bald ein Haus. Er weiß sich nur noch nicht, welche Talente das er einbaut und so. Ja, Talente, schade, Alter. Ne? Jo, die Bibliothek ist vollständig. Yeah. Also eigentlich nicht, aber wir können auf Level 30 verzaubern. Ja, das reicht ja, die muss ja nicht voll sein. Wir machen die aber trotzdem noch voll, damit das cooler aussieht. Junge, ich raste aus. Uns fehlt gerade einfach Zuckerrohr. Ah doch, hier ist welches in der Chest. Alles gut, kein Problem. Dann kann ich die auch vollständig machen, die Bibliothek. Und wir haben sogar noch Leder in Überfluss, 12 Stück. Oh, ich soll auch ein Bücherregal draus machen. Was mache ich hier eigentlich mit meinem Leber? Spaß. Okay. Ja, Leute. So, die Bibliothek ist vollständig. Ich glaube. Können wir jetzt auf Level 31 verzaubern? Nee. Aber wir können auf Level 30 verzaubern, aber wir haben keine Level. Ja, das ist halt wirklich das Problem. Naja, Leute, wie wir uns diesem Problem in der nächsten Folge schlagen, werdet ihr herausfinden auf Red seinem Kanal. Schaut auch gerne bei ihm vorbei, schaut auch bei mir vorbei, lol, seid ihr gerade? Lol. Lasst ein Like und Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut in die Playlist, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nein, scheiße, egal, jetzt ist zu spät. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann hat es euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ich höre jetzt auf. Tschüss. Bruder, ich bin immer so kaputt im Kopf am Ende, ne? Ja, nicht nur am Ende. Du bist immer kaputt im Kopf. Aua.